So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und für mich ist es jetzt ein Experiment, für euch nicht, ihr müsst einfach nur das Video gucken. Für mich ist es deswegen ein Experiment, weil ich zum ersten Mal erstens an meinem neuen Laptop aufnehme, weil da zweitens das Ganze mit OBS und der Elgato Game Capture HD nicht funktioniert hat bisher. Ich weiß nicht, muss ich wahrscheinlich komplett neu einstellen. Was allerdings funktioniert, weshalb ich jetzt hier gerade aufnehmen kann, ist das Programm Elgato Game Capture HD selbst. Also das hat auf meinem alten Laptop nicht vernünftig funktioniert, da war immer alles komplett asynchron. Jetzt habe ich das hier aber mal ausprobiert und es ist nicht nur enorm flüssig, es ist auch synchron. So, ich muss nichts einstellen. Er ist einfach, anstatt in OBS, wo ich ja ne, mit Plus, Minus und Kram, kann ich hier gar nicht, sondern das ist ja das Programm, was zur Elgato Game Capture selbst dazugehört. Und bevor ich jetzt weiter laber, starten wir erstmal den Ninja Speedrun. Den gibt es nämlich jetzt neu. Und den machen wir jetzt einfach in dem Part lang, während ich erzählen kann. Die Kombinationen aus Items und Routen sind schier unendlich. Oh Gott. Ja, moin. Aber das ist doch dann perfekt, um den Part damit zu füllen, während ich rede. Jo. Wir müssen erstmal erkunden. Ja, das ist richtig. Holy shit. Okay, ja, also zum einen überträgt er ordentlich. Zum anderen gibt es bei der Elgato Game Capture auch noch so eine interessante Option. Die hätte es bestimmt. Oh, da, das heißt ja, ist ja super. Ich kann nicht mich konzentrieren und reden. Ich rede einfach weiter und wir spielen hier irgendwas, okay? Gut, cool. Ja, es gibt bei dieser Game Capture HD eine Option, die habe ich halt spontan gefunden. Die den Sound, ihr hört es vielleicht auch schon. Oh Mist. Die den Sound. Hilfe, Hilfe, das ist jetzt nicht so gut. Die den Sound reduziert, wenn ich rede. Das gibt es bestimmt bei OBS auch, aber ich habe es halt bei OBS nicht gefunden. Also ich hatte es halt bei OBS noch nie genutzt, sagen wir es so rum. Deswegen ja. Wieso nehme ich den Hammer nicht mit? Gib mir den Hammer. Oh Himmel. Aber so unendlich viele Routen gibt es ja gar nicht so. Ich kann ja trotzdem nur immer eine gehen. Irgendwie. Ja, jetzt brauche ich auf jeden Fall den... okay, es ist schon... Ne, da am Schluss braucht man auf jeden Fall den Hammer. Ah, das war dumm. Ach nee, ich kann ja kaputt machen. Und dann ist das das Ziel. Okay, ja, das ist eine interessante Strecke. Aber so viele schier unendliche Routen sind das jetzt auch nicht gerade, ne? So, jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausgedrückt habe. Wenn ich rede, wird der Hintergrundsound leiser. Ich kann das einstellen, wie stark der Effekt ist. Ich habe es jetzt im Moment nicht so stark eingestellt, glaube ich zumindest. Kann ich das da oben? Ah, Mist. Ja, das war's komplett. Dann probiere ich es hier. Kann ich die kaputt machen? Ja, die könnte ich kaputt machen. Okay. Aber warum sollte ich den da innen kaputt machen wollen? Und ich meine, durch die Dinger hier komme ich ja überhaupt nicht durch, ne? Ich glaube, mit der Katze käme ich hier durch. Aber ich glaube, nur mit der Katze. Ah, können wir gleich mal testen. Können wir gleich mal testen. Ne, mit dem Hammer käme ich da durch. Moin. Nur mit dem Hammer. Ohne sonst gar nicht. Oder halt mit sowas da. Na, das geht natürlich. Was macht das? Wow. Das war nützlich. Aber das hier geht halt auch nicht kürzer. Ne? Also das werde ich auf jeden Fall immer so machen müssen. Und jetzt muss ich den Hammer nehmen. Eine andere Option bleibt mir ja gar nicht.
Ah, ne. Okay, der könnte das kaputt machen. Und hier kriege ich auf jeden Fall den Hammer. Aber das als Speedrun, oh, das ist, oh, weiß ich nicht, ob das so cool ist. So, und hier kann ich einfach den hier machen, solange ich noch groß bin. Eieiei. Okay. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, wie groß die Dateien werden, weil ich ja noch keine komplett riesige aufgenommen habe wie jetzt. Ich habe nur ganz kleine aufgenommen. Da war eine halbe Minute um die 30 Megabyte, das geht eigentlich. Aber ja, wir werden sehen, was hierbei rauskommt. So, ich denke, hiermit bin ich am schnellsten, oder? So, zack, einfach hier rum. Hier runter. Das war kompletter Mist. So, dann kriege ich hier die Katze neu. Ja, das ist egal. Und dann kann ich das Ding hier rumdrehen. Also ich glaube, das will ich schon machen. Nicht sicher. Ne, das will ich gar nicht. Den kannst du behalten. Da kann ich hier auch einfach durch. Ah, da muss ich gegen hüpfen. Die Stelle hier ist halt echt... Ah, das würde mit dem... Okay, das würde mit dem Bumerang natürlich am allerschnellsten gehen. Das ist richtig. Das würde mit dem Bumerang am allerschnellsten gehen. Ha. Ist der jetzt richtig? Muss der auf On oder Off sein? So ist er. Achso, ist ja egal. Ich gehe ja eh durch hier. Okay. Heiei. Das ist schon interessant. Ja, und was andere Aufnahmen angeht, muss ich gucken. Also, das, wie gesagt, ich muss wahrscheinlich OBS am neuen Computer erstmal komplett neu hier dingsen. Na, sag halt. Konfigurieren. Ich schätze, dann würde ich auch wieder mit der Switch aufnehmen können, aber wenn, also angenommen, das hier würde jetzt eh besser funktionieren. So, warum sollte ich dann überhaupt nochmal mit OBS die Switch aufnehmen? Weil ich habe hier den ganzen Stress nicht, den ich mit den Armen misst. Na, das war es jetzt komplett. Da brauche ich ja 3 Jahre, um hier durchzukommen. Hier ist der Hammer. Ah, Moment. Ich kann aber sogar auf die schnelle Plattform und den Hammer mitnehmen, ne? Ja. Ich glaube, das ist der beste Start. Ich kann mir keinen besseren Start vorstellen. So, dann kann ich hier oben einfach durch. Ah, da komme ich aber auch mit der Katze durch. Hier käme ich auch mit der Katze durch. Da brauche ich den Hammer. Oh, aber das hier kann ich auch abkürzen. Und das da kann ich ja... Okay, der Hammer ist auf jeden Fall das Start-Item. Der Hammer ist auf jeden Fall das Start-Item. Definitiv ist der Hammer das Start-Item. Na, ah! Ah, ich komme nicht da hoch. Jetzt. Können wir den auch behalten? Ergibt es Sinn? Könnte ich hier unten nämlich durch. Könnte ihn hier wegknallen. Jetzt nehmen wir aber den Kollegen auf jeden Fall mit. Scheiße. Weil ich damit dann eigentlich jetzt hier den hier hätte machen können. Aber gut, so geht's auch. So, jetzt den Hammer und nicht mehr verlieren. Wäre blöd. Weil ich will hier möglichst schnell durch. Okay. Da auf On stellen und dann geht's hier durch. Ich bin jetzt langsamer, ist mir schon bewusst. Aber, ach nee, ich muss gar nicht auf On stellen. Das muss ich jetzt echt mal lernen, dass ich da nicht auf On stellen muss. Das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Okay. Ja, ja, das war langsamer. Ja, aber ne, da bin ich jetzt im Moment sehr viel am rumexperimentieren. Der alte Laptop geht nach wie vor. Es ist nicht so, dass der jetzt kaputt wäre, aber... Ich bin halt schon mal dabei, den neuen einzurichten, weil ich weiß halt nicht, wie lange der alte noch geht. Und der macht schon so Anzeichen, dass er bald keinen Bock mehr auf mich hat. Das hier unten ist blöd. Das hier unten ist kompletter Mist.
Da würde ich doch zur Katze wechseln, oder? Bin mir nicht sicher. Da würde ich dann doch zur Katze wechseln. Es darf halt nicht zu lange dauern, der Wechsel und der ganze Quatsch. Ah, dass ich da hängen bleibe immer. Oh, wenn ich da schnell hinkomme. Okay, okay, okay. Ich komme ja nicht mal hoch. Ich komme ja nicht mal hoch. Ach so, ich kann ihn aber auch in... Oh, ich kann ihn auch so wegpfeffern. Das geht eigentlich auch ganz gut. So. Ach, Mist. Ja, das hat jetzt wieder viel zu lang gedauert. Ja, das war jetzt halt wieder Quatsch. Aber das könnte halt dann hier gleich treffen. Na, das ist das Ding, was hier schneller geht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe jetzt. Nein! So, und hier ist egal. Ich bin wieder zu langsam, aber man merkt langsam so ein bisschen eine Route, die sich bildet. Das ist ganz gut, wenn sich eine Route bildet. Okay. 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 Ich kann es übrigens ganz kurz demonstrieren. Ich kann es auch während der Aufnahme einstellen. Ich kann stark werden und dann werdet ihr merken, wenn ich jetzt rede, nimmt der Ton komplett ab. Ja, der dürfte jetzt gleich ganz weg sein, der Ton, weil ich jetzt die Dämpfung sehr stark gestellt habe. Auf 5 war es, glaube ich. Dann kommt der Ton langsam wieder. Und... Ja, was mache ich denn? Neustart. Und ja. Also, das Lustige wäre jetzt, wenn ich es gerade nicht richtig eingestellt habe und jetzt irgendwas verstellt habe. Ich höre es ja nicht. Ich kann es ja nicht testweise hören. Ich höre es ja erst danach der... Nein! Ich höre es ja erst nach der Aufnahme. Aber da bleibe ich noch viel zu viel hängen. Das ist noch nicht so cool. Aber ich glaube hier... Ah, Mann! Hier geht es nicht schneller. Und das Ding ist... Ja, die kommt leider zu schnell. Da muss ich mich echt ein bisschen schicken. So, dann hier runter. Ich hoffe... Ist das wirklich schneller? Ja, doch, das ist schon... Das ist schon ziemlich schnell. Nein! Du Hund, geh weg. Das ist schon ziemlich schnell. So, und hier muss der Sprung halt sitzen. Nein! Oh! Haut er wieder da ab. Da muss der Sprung halt sitzen. Das ist das Ding. Moin. Einmal am Hammer vorbei. Sehr cool. Aber also so wie Nintendo das beschrieben hat, unzählige Routen und Möglichkeiten ist ja gar nicht. So, du hast schon eine relativ eindeutige Route. Mann, ich war vorhin zu schnell an der Stelle. Mach dich weg jetzt. Alter. Da bin ich noch überhaupt nicht mir einig, was ich tun sollte. Nein, ich Dummkopf. Ach komm. Wie komme ich da am schnellsten runter? Ach Mann. Überall bleibt der hängen, der Kerl. Das war gut. Genau das muss ich... Ach, dann habe ich das jetzt wieder versaut. Aber genau das muss ich machen. Einmal drauf, weg mit dir. Nee, Mann. So, weg mit denen. Und dann gehe ich hier einfach runter. Ich glaube, das ist am schnellsten. Warum trifft er nicht? Oh Mann! Aber jetzt hat mir mein Vorteil ist zum Nachteil geworden. Das ist natürlich auch Mist. So, dann das hier auf jeden Fall und dann das hier auf jeden Fall. Und dann haben wir das auch. Trotzdem nicht viel schneller. Eieiei. Weil ich noch viel zu viel hängen bleibe. Eieiei. Okay. 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 Da ist noch sehr viel Luft nach oben, vor allem bei diesen ganzen Stellen, wo ich mich jetzt angestellt habe.
Na, aber wenn das so funktioniert, dann... Ach, Mann, ey! Dann würde ich... nicht aggressiv werden. Dann würde ich in Zukunft die Switch über Game Capture HD aufnehmen, weil das ja scheinbar ganz gut funktioniert. Vielleicht kriege ich OBS auch wieder so eingestellt, dass es mit OBS... Oh, dass es mit OBS auch funktioniert, aber bisher erscheint mir das nicht so. Ich glaube, den zu holen kostet am Ende mehr Zeit... Ah, Mann! Kostet am Ende mehr Zeit, als er mir nützt. Alleine, weil ich dann hier schon ewig brauche, bis ich da rumkomme. Und dieser eine Zeitvorteil, den ich hier kurz habe, ich weiß nicht, ob es das wert ist. Alter. Bleib hier wieder überall hängen. Unglaublich. Es ist wieder nicht schneller. Uff. Ich frage mich, ob es schneller ist, über das Trampolin oder einen eigenen Sprung anzusetzen. Es wird nicht gleich schnell sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird, irgendwas wird schneller oder kürzer sein, aber... Hm, ne? Was könnte denn noch? Also es gibt ja, klar gibt es noch verschiedene Optionen. Ich könnte auch versuchen da unten durch, aber... Also das hier scheint mir schon am schnellsten hier. Dann hier dieser schnelle Sprung. Das war jetzt gut. Das war perfekt. So, aber was mache ich hier? Ich komme da nicht bis hoch, das kann ich knicken. Wie komme ich hier am schnellsten durch? Weil das kostet halt Zeit. Ich denke, hier rennen wir einfach durch. Ich kann mir nicht vorstellen... Ich glaube, den Bumerang hier holen... Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass das so viel schneller wäre. Das hier ist auf jeden Fall der Way to go. Das war jetzt wieder dumm. Ah, Mann! Alter! Dass ich dann so hängen bleibe, das regt auf. Aber das ist jetzt deutlich schneller. Ja, Sub 50, okay. Ah, dass man so hängen bleibt, ist schon ärgerlich. Also, wenn man schnell den Bumerang bekommen könnte, wäre es eine Option. Aber so wie es aktuell ist, ist es halt keine Option. Ich muss halt mal gucken bei OBS, wie es mit anderen Spielen aussieht. Ich hoffe ja, enorm, dass ich jetzt Ori aufnehmen kann. Na, and the Will of the Wisps, das steht ja noch aus. Das wollte ich ja schon längst aufnehmen, aber es hat halt nicht funktioniert. Aus Gründen. Das ist jetzt Mist. Ah, das darf ich nicht. Okay, da muss ich aufpassen. Okay, da muss ich aufpassen. Das war Mist. Das war ganz großer Mist. Alter, das... Manchmal braucht er 3 Jahre, bis er mit dem Hammer schlägt und mal geht's ganz schnell. Du bist ja an die Decke gesprungen damit. Ich glaube, es geht los. Alter, hier bin ich auch noch unschlüssig, ob das wirklich die schnellste Methode ist. Ich weiß es nicht. Ja, das war jetzt auch wieder blöd. Das ist alles nicht optimal hier. Das ist alles nicht optimal. Also das hier ist... Nein! Den Hammer dann holen ist klar. Dann hier den Geist weg und dann hier hoch. So, das ist alles klar. Dann hier den passend weghauen. Sehr schön. Das sollte nochmal ein paar Sekündchen schneller sein jetzt. Nicht viel, aber ein paar. Und dann... Okay, vielleicht lassen wir das mit dem Extrasprung. Ich glaube, der ist nicht... Ich glaube, der ist nicht notwendig. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass mir das Trampolin nicht allzu viel Zeit klaut. Ich weiß es nicht. So, wir machen auch gleich mal die Ninjis an. Das ist ja Sinn des Ones eigentlich, dass man die Ninjis... Oh, dass man die Ninjis sieht. So. Ich
hier verliere ich halt richtig viel Zeit. Da gibt es bestimmt irgendeine ganz schnelle Methode. Weiß es nicht. Weiß nicht, was das jetzt für eine Idee von mir war, aber ist egal. Und hier halt. Das ist auch... Das ist sowas... Ich glaube, das mit dem Dagegenstopfen ist gar nicht so schlau. Ich glaube, dagegen knallen ist echt nicht die beste Idee. Mach dich weg. Mach dich weg. Ah, das ist nochmal ein paar Sekunden jetzt auf jeden Fall besser. Wir gehen bei 41 durch. Ja, ich glaube, das kostet nicht viel Zeit, den Sprung dazu machen. Da habe ich ganz andere Stellen, wo ich meine Zeit verliere. Ah. Aber es ist doch schon mal das vordere Feld. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich will den Part nicht zu groß machen, weil ich nicht weiß, wie groß er wird. Nicht, dass ich jetzt gleich 5 GB Datei habe. Das wäre jetzt nicht so cool. Danke fürs Zuschauen. Schauen wir mal, wie der Part hier geworden ist. Ich bin gespannt. Und kann durchaus passieren, dass ein paar Parts, die nach dem Part kommen, auch nochmal mit dem alten Laptop aufgenommen werden. Ne? Es war jetzt einfach mal eine Testaufnahme, die zwischendurch mit diesem Laptop hier passiert. Danke fürs Zuschauen und tschüss.